Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem weiteren Modern Warfare 2 News Update. In den Gamefiles wurde ein sehr, sehr interessanter Spielmodus gefunden. Ein Limited Time Modus, den wir nur für kurze Zeit spielen können. Wann genau der startet, ist nicht klar, aber ich gehe mal davon aus, dass er zum Start der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft startet und auch zum Ende der Fußball-Weltmeisterschaft wieder endet. Denn es kommt tatsächlich ein Modus, der sich in Call of Duty COD-Ball nennt und soll die Fußball-Weltmeisterschaft so ein bisschen zelebrieren. Und es gibt einen extra Spielmodus. Wir starten in einer extra Map, die es sonst so nicht zu spielen gibt, in einem Stadion oder einer Art Stadion mit Fahrzeugen gegen ein gegnerisches Team. Wie viele Fahrzeuge pro Team? Kann ich leider nicht sagen, geht aus den Leaks leider nicht hervor, aber es soll so sein, dass wir über einen begrenzten Zeitraum die Fußball-Weltmeisterschaft feiern sollen in einem Rocket League nachempfundenen Spielmodus. Ich finde das eine coole Sache für einen Fun-Modus, wird kein fester Modus für immer bleiben, definitiv. Über die Fußball-Weltmeisterschaft wird es gehen, keine Ahnung, wie lange geht die Fußball-Weltmeisterschaft. Ich bin diesmal nicht im Bilde, weil ich mir nicht ein Spiel angucken will. Aber das hat andere Gründe. Egal, aber schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Aber es passt ja dazu, wir kriegen ja am 21., am 25. und am 29. jeweils einen Weltfußballstar. Und zwar Neymar, Pogba und Messi. Das wissen wir ja schon, habe ich auch schon mal drüber berichtet. Das passt also hier nur so zusammen. Also gehe ich mal davon aus, dass direkt, wenn die Fußballweltmeisterschaft losgeht, nächste Woche müsste das schon soweit sein. Und wenn sie dann endet, wird auch der Teilmodus wieder enden. Lasst mich in die Kommentare einfach mal wissen, wie ihr diese Idee findet. Ich habe Rocket League tatsächlich leider selber nie gespielt, weiß aber ungefähr, wie es aussieht, ist schon ziemlich abgespaced, ist allerdings nicht so mein Fall und ob auch alle Fahrzeuge, die wir auch in Warzone 2 zum Beispiel fahren können, nicht fliegen, logisch, ob die alle dabei sind, ob die dann vielleicht alle gleich schnell sind, keine Ahnung, müssen wir mal abwarten, sollte ich hier mehr Informationen finden, hören und so weiter und so fort, erfahrt ihr es auf meinem Kanal, ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder rein, bis zum nächsten Mal, ciao.